Hey, Haukartoffeln, ein weiteres Cyberpunk 2077 Video ist heute für euch am Start. Nach reichhaltigem Austesten kann ich sagen, dass es mit Patch 1.04 definitiv besser, vor allem aber flüssiger läuft. Im Gegenzug ploppen Texturen und Grafiken ein bisschen später auf, aber das nehme ich gerne im Gegenzug für eine verbesserte Framerate auf. Auch ein paar Glitches und Bugs wurden gefixt, allerdings bei weitem noch nicht alle. Und die Frage ist natürlich, wie lange braucht es, bis wir eine wirklich akzeptable, gute Version auf den Konsolen bekommen? Und natürlich auch auf dem PC, das darf man nicht vergessen. Auch wenn es dort mit einem guten Setup ordentlich läuft, sind die Bugs natürlich zahlreich auf jeder Plattform vorhanden. Da muss eigentlich noch echt viel gemacht werden. Und das spiegelt sich mittlerweile sogar in den Userwertungen und vor allem in der CD Projekt Red Aktie wieder. Beide sind nämlich ziemlich gefallen in den letzten paar Tagen und dabei tun mir vor allem die normalen Mitarbeiter leid, die so viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt haben, um dann mit diesen schlechten Wertungen und mit diesem ganzen Hass aus der Community dafür belohnt zu werden. Stellt euch einfach mal vor, ihr arbeitet 7 Jahre lang an Cyberpunk, findet das Spiel richtig geil, geht dafür sogar in die Überstunden freiwillig, geht in den Crunch rein, lasst noch ein paar Verschiebungen über euch ergehen und dann sind trotzdem alle sauer, als es rauskommt, weil es einfach unfertig ist. Und da ist ganz klar der Fehler, nicht bei den Konsolenspielern zu suchen, die erwartet haben, dass ein 2020-Spiel noch irgendwie auf einer 7 Jahre alten Hardware läuft. Nein, der Fehler liegt hier hundertprozentig beim Management. Sie haben es zeitlich einfach nicht besser hinbekommen, das Spiel für alle Plattformen ordentlich zu optimieren. Und statt, dass sie das Spiel nochmal verschieben, haben sie dann falsches Marketing betrieben. Und das muss man so knallhart sagen, wie es ist. Und dabei rede ich noch nicht einmal vom Trailer. Und ja, auch der Trailer, der die PS4 und PS4 Pro-Version zeigt, ist meiner Ansicht nach nicht wirklich repräsentativ für das fertige Spiel, weil es viel zu gut ausschaut. Aber mal abgesehen davon, gab es keine einzige Review-Copy von den Konsolenversionen. Das heißt, die ganzen Magazine, die das Spiel getestet haben, haben alle nur die PC-Version bekommen und dementsprechend auch auf einem richtig High-End-PC gespielt. Die Version, die mit Abstand am besten von Cyberpunk ausschaut. Wie es auf den Konsolen aussieht, das wusste kein einziges Magazin, bevor sie die Review-Scores rausgegeben haben. Und dementsprechend hatte Cyberpunk natürlich eine 90er-Wertung, noch bevor die erste Konsolenversion in irgendeiner Hand lag. Ziemlich frech, finde ich auch. Noch dazu kommt, dass sie nicht einmal bei der PC-Version erlaubt haben, bis kurz vorher, dass man sein eigenes Gameplay bei einem Review verwendet. Alle durften nur das voraufgezeichnete Gameplay von Cyberpunk selbst nehmen. Auch das ziemlich komisch, gerade wenn man bedenkt, dass CD Projekt Red ja dafür bekannt ist, möglichst community-nah zu sein. Und dann machen sie so restriktive Auflagen, sehr ungewöhnlich muss man sagen, da hätte man schon merken können, dass irgendwas im Argen ist, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist mit den Konsolenversionen vor allem. Das haben auch viele Reviewer schon angesprochen, aber man kann es ja nicht wissen, bis man es nicht auch in der Hand hat. Und bis heute gibt es keine offiziellen Reviews von der Konsolenversion, lediglich der User-Wertung. Und auch die ist beim PC ziemlich gefallen. Wir haben eine PC-Wertung vom Magazin von 90 immerhin, ist auch ein bisschen gefallen von 91, aber 90 ist immer noch fantastisch und kann ich wahrscheinlich zu großen Teilen noch unterschreiben. Einen User-Score allerdings nur noch von 6,8, also der ist ziemlich ins Bodenlose gesunken, wenn man bedenkt, dass das Spiel für den PC noch die allerbeste Version ist. Auf den Konsolen allerdings haben wir nur noch einen User-Score von 2,8 und gerade wenn man die Basis-PS4-Version betrachtet, dann ist das fast schon eine faire Bewertung. Fast sage ich deswegen, weil es natürlich trotzdem noch spielbar ist. Es ist trotzdem noch ein fantastisches Spiel in der Grundlage. Das Fundament sitzt. Das Rollenspiel ist super. Immer noch viele Charaktere, die einzigartig sind. Gute Dialoge, Animationen. Alles top, aber natürlich ist die bescheidene Grafik darüber, die alles ein bisschen schlechter macht und die viel von der Atmosphäre wieder wegnimmt. Der Hass ist natürlich ein bisschen übertrieben. Eine 2,8 ist das Spiel niemals. Selbst auf den Basiskonsolen hat es mindestens eine 4 oder 5 verdient, aber der Unterschied zu sowas wie Last of Us 2, was damals auch ziemlich viele negative Bewertungen eingeheimst hat, ist, dass es halt hier keine Geschmacksfrage mehr ist. Bei Last of Us haben alle gesagt, es sieht bombastisch aus und spielt sich auch gut, aber manchen hat die Story gefallen und anderen wiederum nicht. Manche haben gesagt, das sind Logiklücken, andere haben keine gesehen und beide Seiten konnten jeweils sich verargumentieren und konnten auch ihre Wertung fair verteilen. Und auch viele 10 von 10er gab's, die das Spiel natürlich dann in den Himmel gelobt haben, weil es natürlich auch viele gute Aspekte hatte und vor allem technisch wirklich sauber lief. Hier bei Cyberpunk ist das ein anderer Fall, denn hier kann keiner 10 von 10 verteilen, weil es einfach offensichtlich ist, dass technisch einiges im Argen ist. Nicht nur die Bugs, sondern vor allem natürlich die Wischiwaschi-Grafik und auch die mangelnde Framerate.
Das sind objektive Sachen, die einfach jedem im Spiel auffallen werden. Und obwohl die Hasswelle bei Last of Us 2 auch schon riesengroß war, gab es immer noch viele Leute, die die Waage gehalten haben, während jetzt hier bei Cyberpunk fast alle nur noch rote Zahlen schreiben. Und das wirkt sich leider auch auf den Aktienkurs aus. Seit dem 7. Dezember, wo wir knapp einen Kurs von 100 Euro hatten, ist es in den letzten paar Tagen rapide abgesunken, nur noch knapp 75 Euro, das heißt ein Preisverfall von 25%. Wirkt sich natürlich vor allem aufs Management aus, aber desto weniger Geld reinkommt durch Aktionäre, desto weniger Geld wird auch CD Projekt Red für zukünftige Projekte zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite müssen sie sich um Geld wahrscheinlich gar keine Sorgen mehr machen, denn von den 8 Millionen Vorverkäufen, die sie getätigt haben, haben sie das Projekt komplett finanziert. Das heißt, die 7 Jahre, in denen Cyberpunk 2077 entwickelt wurden, sind quasi schon alle Kosten wieder gedeckt, allein durch die Vorverkäufe. Also ist ab jetzt jede verkaufte Version von Cyberpunk direkter Gewinn für CD Projekt Red. Analysten gehen auch noch davon aus, dass das Spiel in die Top 10 der meistverkauften Spiele aller Zeiten einziehen wird und damit locker die 30 oder 35 Millionen Exemplare knackt. Freut mich natürlich, weil das einerseits bedeutet, dass niemand die Firma verlassen muss, die ganzen Mitarbeiter können da bleiben, es wird niemand entlassen, weil das Spiel so schlechte Verkaufszahlen hat und auf der anderen Seite sind auch noch zukünftige coole Projekte gesichert. Allerdings hat man diese Vorverkaufszahlen gegen ein Versprechen eingetauscht, gegen ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde, gegen den Ruf von CD Projekt Red, den sie sich jetzt erstmal wieder erarbeiten müssen. Community-nah und richtig transparent sind sie nicht gewesen und das müssen sie jetzt wieder umkehren und besser machen, mit Patches, die noch kommen sollen. Und ja, nach Patch 1.04 ist es zwar etwas besser geworden, aber das ist noch lange nicht das Ende. Es werden noch viele weitere kommen, so wie auch ein Mitarbeiter hier von CD Projekt Red selbst betont hat. Das hier ist der erste Schritt. Es folgen noch viele weitere und es ist noch ein langer Weg, bis Cyberpunk dort ankommt, wo wir es uns versprochen haben und es uns versprochen wurde. Das gleiche ist damals auch bei The Witcher 3 passiert. Das lief einfach am Anfang auf den alten Konsolen nicht wirklich rund, aber es wurde viel besser über die Jahre. Desto länger ihr wartet, desto besser wird das Spiel, das ihr am Schluss bekommen werdet. Ist zwar sehr schade, weil ich lieber ein Spiel hätte, das von Anfang an ziemlich cool ist und dann nur noch besser wird, aber vor allem am Anfang richtig rund und bugfrei läuft, aber das haben sie hier leider auch wie bei The Witcher nicht hinbekommen. Trotzdem ist Witcher eins der besten Spiele aller Zeiten und ich glaube, Cyberpunk kann das auch noch werden, wenn es das nicht jetzt schon ist. Aber technisch muss noch einiges dran gemacht werden, wird's aber auch. Und gerade als ich das Video fertig editiert hatte und hochladen wollte, haut CD Projekt Red auch schon ihr Statement raus, das alles nochmal auf den Kopf stellt. Zunächst einmal entschuldigen sie sich für den katastrophalen Zustand der PS4 und Xbox One Version und dafür, dass sie es nicht geschafft haben, noch einen besseren Einblick in eben diese zwei Versionen zu bieten, sondern so ein bisschen falsches Marketing betrieben haben, das sehen sie hier selbst auch ein. Und dann versprechen sie Verbesserungen gerade eben für diese Versionen, zunächst einmal mit einem kleinen weiteren Patch, wahrscheinlich dann 1.05, der in den nächsten 7 Tagen erfolgen soll, und dann mit zwei sehr großen Patches, einer im Januar und einer im Februar, wo jeweils davor gesagt werden soll, was alles enthalten ist. Und diese zwei sollen dann zumindest diese alten Konsolenversionen nochmal richtig auf Vordermann polieren. Zwar natürlich nie ein richtiges Next-Gen-Erlebnis bieten, aber das soll schon nah rankommen. Und alle, die nicht zufrieden sind mit dem Kauf, können jetzt bis zum 21. Dezember das Ganze nochmal stornieren und das Geld zurückbekommen. Entweder direkt über PSN oder Xbox oder über helpmerefund@cdprojektred.com. Und dort werden sie versprechen, dass wirklich alle Kunden, die nicht zufrieden sind, ihr Geld auch zurückbekommen, was ich einen sehr, sehr fairen Move finde. Sieht also ganz danach aus, als könnte CDPR das Ruder hier nochmal rumreißen. Würde mich auf jeden Fall freuen, dass sie die alten Konsolen nochmal verbessern könnten, denn auch wenn ich jetzt eine PS5 habe, weiß ich ja, wie ätzend das Ganze auf der PS4 sein kann. Und wenn man im Januar bzw. Februar das Spiel auch wirklich uneingeschränkt für jede Plattform empfehlen kann, dann ist doch wirklich jeder happy. Aber ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls es wieder was Neues gibt. Ich verabschiede mich an der Stelle aber erst einmal mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris the Joker, René, Markus, Matze, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Dragon TV, Tamara, der Lukas, Marco, Lananda, Gerald, Last Human, Chili, Tom und Christian. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Boom. Ba-ba-dam. Boom. Ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.